Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Iron. Voll den Einsatz verpasst. Aber ja, da bin ich. Ja, irgendwie schon etwas. Genau. Hat er zu schnell angezählt. Geschuld. Nee, natürlich nicht. Er hat ganz normal angezählt und ich habe einfach verpennt. Und dann habe ich gesagt, ach halt, geht ja schon los. Hui. So. Der Dünger ist gerade im Handelsagent und macht irgendwas. Genau, ich schaue nochmal ganz kurz auf jeden Fall nochmals. Ja, was mache ich denn überhaupt? Ja, das frage ich mich auch. Da verrät sich da nichts, muss ich schon sagen. Die anderen wissen es auch nicht, die auf meinem war Kanal. Das denn, war das 21? Nee. War das 19? Ja, ich denke, es wird 37. 22. 37 bestimmt. Nee, 42 ist die Antwort auf alles. Ah, nein, aber du kennst die Frage. Das ist nur auf die universelle Frage. Okay, dann haben wir das hier. Dann kaufe ich davon mal. Jo, kauf mal. 50? Ja, 50 wäre ein bisschen teuer. Oder 4, machen wir hier 25, das ist okay. So, genau. Okay, dann kann ich hier jetzt schon mal ein bisschen was zuschicken. Kann ich dich eigentlich anhandeln? Nee, ne? Ging das? Weiß ich nicht, musste mal probieren. Die lerne mit euch handeln. Doch, scheinbar geht das sehr gut. Ja. Jo. Okay, so. Herzlich willkommen übrigens im Let's Play, Düs Freundin, die man im Hintergrund so schön hört. So, dankeschön. Das ging nicht, warte mal. Achso, wurde nee, Hab dir noch nichts gegeben. Hopp. So. Okay. Das geht nicht, Mann. Was geht nicht? Mein Scheiß, warte mal. So, handeln. Ja, ich handel. So, okay. 30 Stück hier bekommst du. Okay, Klim. Gut, 30. So, dann gucken wir mal, dass ich nochmal hier ein bisschen was verzaubert bekomme. Also wie gesagt, Magieverstärkung auf die Rüstung klatschen und dann okay, passt halt schon. Okay, alles etwas Freies, dann schauen wir mal. Zip. Warte mal, du kannst das auf jeden Fall auch noch einstellen. Und kannst du das auch noch einstellen, dann macht er das automatisch. Wo brauchst du gar nichts mehr dran machen. Wo denn? Ja, unten, wenn du das verzauberst. Ja, bei mir sind jetzt alle verarmt. Achso, warte mal, durch das Drücken, Mauszeichen, können wir den Klick... Unten ist die Zahl, da steht eine 1 halt zwischen den Dingens. Ich verstehe kein Wort. Unten ist eine Zahl. So, Verzauberungsstufe 1 von 15 in der Höhe? Nee. Also, wo unten, wo ist denn unten bei dir? Also. Ja. Du machst, du gehst auf das Item-Teil, ne? Ja. So, dann mal einen Stein verankern und dann hast du Verzauberungsversuche. Da kannst du die Anzahl einstellen, die du besitzt. An Mana-Stein. So, da stelle ich jetzt 19 ein, drücke auf Verzaubern. Und der verzaubert mir den Spaß. Wie komme ich darüber auf Mana-Stein verankern? Einfach draufklicken halt. Bei mir geht ja das Fenster immer wieder zu, wenn ich auf dem Item-Teil bin. Also ich wähle das Item-Teil aus und habe quasi das Pop-Up, was aufgeht. Und okay. Ja. Oder ist hier extra noch ein Knopf irgendwo? So, jetzt wurde das auch bei mir verankert. Was hast du denn jetzt für Probleme schon wieder? Naja, ich weiß ja nicht, wie du das meinst. Ich gehe auf das Item-Teil, also erklär es mir mal Schritt für Schritt. Ja, du gehst. Okay. Ja. Du gehst auf den Mana-Stein. Das hast du auch schon 100.000 Mal gemacht. Ja. Ja, so, dann gehst du auf das Item-Teil, was du verzaubern willst. Mit dem Mana-Stein, jawohl. Fall, genau, wäre dann wahrscheinlich bei dir halt irgendwas, keine Ahnung. Ja. So, wäre das Hemd zum Beispiel. Ach, so, alles klar, und hier unten Versuche. Ja, das wollte ich doch wissen. Das wollte ich doch nur wissen. So. Na, gucken wir mal. Genau, siehst du, geh doch. Ja. Das hätte man schon. Geh doch. Juhu, okay, das hätten wir. Geh doch. Dann das nächste Teil. So, okay. So geht das also. Leute, ja, jetzt wisst ihr, wie es auch geht. Ich wusste vorher nicht, weil so viele Steine auf einmal hatte ich ja eh noch nicht gehabt. Insofern mag das daran liegen. Details. Plum. Toll. Nee, das ist auch relativ neu erst, aber zumindest so. Den Grundschritt hättest du ja wissen müssen. Also keine Ahnung. Ich weiß Bis dahin wusste ich das ja noch. Aber du hast gesagt, geh auf das Item-Teil und dann geh nach unten. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil normalerweise gehe ich ja erst auf den Mana-Stein. Okay. Und da war halt, weil du gesagt hast, ich nehme den Mana-Stein und da hast du gesagt, nee, geh auf das Item-Teil oder so in der Art. Und entsprechend habe ich das halt verstanden.
Irgendwie wollen die nicht auf die Hose. Naja, gut, zum Glück wird nichts mehr zerstört, soweit wie ich das auch gesehen habe. Genau. Das wurde auch nochmal eingepatcht. Was? Also von dem her. Ach so. Ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch gerade erst. Ist ja cool. Naja, immerhin. Sonst wird das doch etwas lang dauern. So, dann hast du jetzt alle verbraten? Nee, ich habe noch 10 Stück. Bim, wird 9. 8. Ist das immer noch auf die Hose, oder? Nee, mittlerweile habe ich die Schuhe an. Dann noch die Handschuhe, den Schulterschutz bräuchte ich theoretisch noch und eine Waffe. Wenn denn notwendig, obwohl die Elios Wehrsoldaten verfügbar für Stufe 50. Ja, doch, vielleicht. So, einen habe ich jetzt noch. Ja, Verzauberungsversuche 15. Bei einem. So. Okay. Jetzt habe ich sie alle verbraten. Du hast keine mehr? Ich habe keine mehr. Okay. Dann hier. Haha, ich werde reich, ich reich. Ich krieg Mana-Steine. Gönn dir. Dankeschön. Klappt doch mit dem Dü manchmal. So. Wo habe ich angefangen? Hier unten, ne? Ja. Okay. Plum. So kann dann keiner mehr meckern, bin ich halbwegs ordentlich ausgestattet. Und an allen anderen Ländern liegt es wirklich nur noch einmal. Ah nee, mein Skill kann es ja nicht sein. Es muss Dü Skill sein, muss Dü's Lehrer Skill sein, der einfach so schlecht ist. So. Natürlich. Natürlich. Immer die Schuld auf andere schieben. Ja, natürlich, das kann ich gut. Ich bin die Unschuld in Person. Wie es Jan Hegenberg so schön singt. Ich bin die Unschuld in Person. Schuld sein ist nicht mein Niveau. Und wenn ich es doch mal bin, bestreite ich sowieso. Bim. Okay. Und jetzt noch die 8 auf die Waffe da. Okay, so, was haben wir noch? Dann schauen wir mal. Die Hose können wir noch machen. Na gut, das hier ist die 41er Waffe, wobei die teilweise gar nicht so schlecht war bisher. So, zack. Plim. Okay, 3 haben wir. Dann kann ich mal noch hier die mysteriöse Fruchtkiste aufmachen und habe eine Orange rausgekriegt. Yay. Okay. Ich habe noch theoretisch 1 offen auf einer schlechteren Waffe. Insofern, bin ich jetzt fertig. Und so. Das ist ja schon mal gut. Gut, dann also, hast du jetzt alles Slots gefüllt oder was? Oder also gefüllt bekommen? Alles Slots gefüllt. Ja, bis auf einen auf der Waffe halt. Aber der eine macht es jetzt dann auch nicht, denke ich mal. Weil die Waffe ist eh nicht die bessere. Also. Ach so, jetzt dachte ich, der Esel wäre ich, weil da direkt die Schrift drüber stand. Na komm, machen wir das hier noch hier drauf. Auch wenn es eigentlich nicht allzu viel bringt. Machen wir das. Machen, was wir tun sollen und so. Und überhaupt. Oh, hast du eigentlich die Folgenzeit im Blick? Ich habe nämlich vergessen, meinen durch den fehlerhaften Start, meinen Timer zu starten. Gut. Doch, das habe ich im Kopf. So, dann brauchen wir auf jeden Fall mal ein freies Inventar. Das wäre auf jeden Fall gut, weil wir wahrscheinlich noch nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob es mal diese Woche schon losgeht, diese Folge schon losgehen, Richtung Bash. Aber wünscht ihr etwas von mir? Und auf jeden Fall schon mal ein paar kleinere Vorbereitungen, dass wir da schon mal was gemacht bekommen. So, na gut. Dann gucke ich mal, was ich so alles raushauen kann. Einen Gottstein. Ich hau einfach einen Gottstein raus. Nee, ich glaube, das wäre nicht so cool. Okay. Große Heiltrank, die wollte ich ja behalten. Auf jeden Fall schon mal. Was macht man mit den Orangen? Kann ich die raushauen oder? Das ist Event. Scheinbar läuft das Event noch. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie man das macht mit dem Event. Aha. Also irgendwie hier Zusammenhang. Wir gehen sowieso gleich. Warte mal, ich gehe sowieso gleich mal nach Sanktum und da schaue ich mir das schon mal an. Gut, brauche ich einen Weg Ätherveredler. Das war das für die Quest. Kannst du jetzt erstmal nochmal wieder verkaufen. Machen wir jetzt sowieso die Quest erstmal noch nicht weiter. Ja, okay, dann hauen wir die erstmal weg. Schriftrollen, Erholungsserum, Feuertopf, hier haben wir dafür noch einen Cocktail, den kann ich dann reinklatschen. Dann ist er auch weg. Okay. Und ansonsten habe ich Rollen und ein paar Tränke, wobei ich ein paar Tränke habe, ich habe mich schon ein bisschen aufgeräumt. Hier kommt die, obwohl die kann ich ja auch draufhauen. Okay. Müsste eigentlich reichen so.
So, ich schau mal, was man denn da, ob ich da, warte mal, müsste eigentlich in der Stadt, müsste da vielleicht was sein wegen dem Event. Ich guck mal, ich habe nämlich an dem Event noch nicht wieder teilgenommen. Bist du jetzt fertig da grundsätzlich? Oder? Ich bin fertig, ich soll jetzt nach Sanktum kommen, nehme ich an. Ja, könntest du dann gleich mitkommen, ja. Okay, unterwegs. Plum, das sind wir. Am Tor so, schau mal. Sanktum. Der Typ rennt hier auch irgendwo rum. Da hinten. Mhm. Ilios Platz. Das ist ja, hier sind auch viele Event-Quests noch, ne? Ja, wenn, dann wäre bei mir halt noch was, ne? Da, wo ich gerade stehe. Versuche mich da gerade mal einzuarbeiten. Mhm, tu das. In der Zwischenzeit quatsche ich die Zuschauer voll, damit sie sich nicht langweilen. Weiß ja, nicht ja, mit was. Also, es ist ja so, dass wenn der Dü hier erzählt, muss ich ein bisschen quatschen, damit es euch nicht langweilig wird. Und deswegen quatsche ich halt voll unlangweiliges Zeug, wie langweiliges Zeug. Ja, hier die Questen halt. Brauchst du hier eigentlich nicht anzunehmen. Dann nehme ich die auch nicht an. Nicht. Gut. Und dann noch nicht ganz so mit. Okay, dann lasse ich sie weg. Entschuldigung. Was ist das denn jetzt hier bei dieser Orange? Lalalala. Orange. Orange ist also, bei der Orange. Noch eine. So. Ritter des runden, der Ritter der Tafelrunde. Achso. Sieht auch nett aus, die Dame. Gefällt mir. Vor allem die zwei Attribute, also links und rechts hier. Die Kanonen meine ich natürlich. Hm? Duell, wieso Duell? Oh, da braucht man ja Ewigkeiten, da braucht man ja ewig viel dafür. Das ist ja wirklich ganz schön schwierig, die ist sagen. Ja, die ist ja viel größer als ich. Das ist ja gemein. Was hast du schon wieder gemacht? Ich habe ein Duell angenommen und verloren. Relativ schnell. Aber das kennt er ja von mir. Naja. Ja, naja, die ist auch Level 65. Ja, ich weiß. Man sollte halt auch nicht einfach auf Dingsglocken klicken. Sehr wahrscheinlich. Aber ich bin das halt von dir gewohnt. Ich dachte, naja gut, gegen Dü kannst du ja mal kämpfen. Lass es, hast du nicht. Auch so keine Chance. So, genauso wenig wie du in Star Wars eben. Haha, ich hab Nein geklickt. Okay, gut, wir gucken nochmal auf jeden Fall wegen diesen täglichen Zeugs jetzt schon mal. Na, wohin? Akademie bitte. Jo. Und schauen wir mal, ob die Arena jetzt offen ist. Ich weiß nicht, ob die Arena offen ist. Aber wenn nicht, dann machen wir zumindest das was mal so, was so möglich ist. Mhm. Gut, gucken wir mal. Guten Tag. Auf jeden Fall einmal in die Gruppenfeuerprobe können wir auf jeden Fall schon mal einmal reingehen. Guten Tag. So, warte, ich komme. Im Sinne von erscheinen. Genau. Aber da zumindest schon mal wieder ein bisschen was. Mich besiegt keine Illusion, war's, ne? Genau. So, bei einer Ausrüstungssignung bleiben die Verstärkungsstufe wie so wie gesockelte Dinger irgendwie erhalten. 350 Feuerprobenmedaille, yay! Aber warte mal. Oh. Lohnt sich immer voll. Warum? Da reinzugehen. Ah, okay. Herrlicher Wieso? Tag, nicht wahr? Meinst du das nicht? Ja, ne, doch schon. Also, dafür fürs Nichtstun einfach. Genau. So, und wir probieren es vielleicht auf jeden Fall mal noch. Komm mal mit. Wo bist du? Also da. Dass wir hier nochmal das Solo-Ding probieren, wenn du es. Naja, soweit wie du kommst, bisschen jetzt vom Level sind wir ja auf jeden Fall gestiegen. Soweit wie du kommst, kommst du und dann breche ich halt gegebenenfalls halt auch gleich ab. Ach so, das war das, wo ich vorher so ganz, ganz, ganz mies abgekackt bin. Oje. Genau, richtig. Ja, wie gesagt, sind ein paar Punkte halt, ne, was du bekommst du. Jo. Ja, und wie gesagt, du dürftest ja jetzt sowieso ein bisschen mehr Schaden machen. Muss halt mal schauen, ich weiß ja jetzt nicht, wie gesagt, ich kann dir jetzt keine Tipps geben zum Gunner selbst. Jo. Ich glaube, wenn du die erste Phase überlebst, bekommst du dann sowieso dann danach noch ein Ticket. Aber du musst erstmal die erste Phase überleben. Okay. Dass du dann, ja, zumindest einmal sterben kannst, sozusagen. Na, dann ist gut. Dumm. Kommen die von alleine oder muss ich erst jemanden anklicken? Ja, die kommen von alleine wieder. Okay. Wusste ich nicht mehr, war ja erst einmal drin. Das soll keine Ausrede sein. Doch, doch. Zu hart. Hallo Herr Archivar, ich klicke dich trotzdem schon ein. Oh. Wie, jetzt bist du gestorben, oder was? Nö.
Achso, du bist noch ganz am Anfang, oder? Jo. Achso, okay. Ja, ja. Bis jetzt sieht's. Na gut, die Blümchen waren am Anfang ja auch noch relativ günstig, ne? Naja, war eigentlich alles am Anfang relativ günstig. Ja, außer wenn ich dabei bin. Das ist kein gültiges Ziel. Bin mal gespannt, ob das. Wie weit du es jetzt schaffst. Ich auch. Das ist kein gültiges Ziel. Das ist das falsche Ziel. Lalalala. Und Baum. Oh, das ist schon beim Bauen. Das ist auch gut. Wenn du fertig bist, sagst du mir Bescheid. Dann werden wir dort die Folge getrennt beenden. Okay, okay, okay. Nein, geht die neue Folge halt mit einem Fail dann los, wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Ist ja nichts Neues. Muss auch mal sein. Ja, richtig. Pro Folge ein Fail. Hatten wir eigentlich so ausgemacht. Heute war es der Start. So, Part 1 fertig. So, okay, dann willst du dich hier beenden. Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jawohl, bis denn. Tschüss.